Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Little Big Workshop hier auf Steelgames Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir haben ein paar Puppen am Arbeiten, LKW ist auf dem Weg. Wir verdienen gerade richtig viel Geld mit den Grills. Ich hoffe, dass die Mehrzahl einfach richtig ist. Also mit den abgelieferten Grillprodukten oder Produkten namens Grill. Naja. Es wird nicht besser. Gut, lassen wir das lieber. Aber auf jeden Fall haben wir da jede Menge geschafft. Und ich werde jetzt mal hier noch einen Süßigkeitenautomaten aufstellen. Kommen sie denn noch überall dran, wo sie rankommen müssen? Wird schwierig, ne? Wenn ich ihn da hinstelle. Weiß nicht, ob sie noch überall durchkommen. Hier hätte ich ja Platz. Wo hätte ich denn noch Platz für so einen Süßigkeitenautomat? Einfach so mittig reinstellen. Na komm, stellen wir einfach mittig rein hier. So, der bringt hier ordentlich Punkte da drauf. Dass hier unsere Laune sehr hoch steigt. Sehr gut. Dann können die nämlich da gut arbeiten und freuen sich. Und dann machen wir das wieder aus. Hier mit Lieferung abgeschlossen. Wir haben 40.200 Geld erhalten und natürlich auch 23.300 EP. Sehr gut. Das war ein sehr lukrativer Auftrag. Ich weiß immer nicht, wann das mit dem Coffin kommt, also mit dem Sarg, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen und vielleicht eventuell nochmal irgendwie das mit dem Sarg anständig durchproduzieren. So, wie sieht denn das hier eigentlich aus so mit den Preisen? 2700 hat weniger Anspruch als der. Preis gleich bleibt, hier Preis fallend. Lieferkapazität ist bei 35 Stück. Könnten wir mal gucken, ob wir den hier durchkriegen. Produkt planen. Okay, dann müssen wir bloß die Klebestationen sozusagen nochmal neu setzen. Der Rest ist eigentlich alles schon verteilt. Auch bei dem Katapult und das Material passt schon mal. Und wir sind aber drüber über dem Ziel. Das heißt also, wir könnten irgendwo vom Material her weniger teuer werden. Gucken wir mal. Können wir denn hier Rohholz ändern? Das können wir ändern. Sehr schön. Hier haben wir jede Menge von den Holz. Das können wir auch ändern. Brauchen wir denn noch so einen Einkauf, der ziemlich teuer ist? Hier unten. Ja, da können wir dann auf 24 beim Einkauf gehen. Und dann sind wir ganz gut eigentlich dabei. Dann sparen wir jedenfalls jede Menge schon mal beim Einkauf. Das ist schon mal ganz gut. Doch, das kann ich mir so gefallen lassen. Und jetzt müssen wir nur die ganzen Klebeaktionen quasi. Das Kleben übernimmt natürlich die Klebestation hier. So, wunderbar. Die Fertigung, warte mal, hier Fertigung, da Fertigung. Na gut, das ist gar nicht so viel. Alles zugewiesen, ne? Die Frage, wo ist das zugewiesen? Da ist das zugewiesen, okay, das geht. Ja. Machen wir 15 Stück. Los geht's. Produzieren wir davon nochmal ein paar. Dann haben wir hier oben ordentlich zu tun drin in dem ganzen Holzbereich und können hier unten ganz in Ruhe dann um- und ausbauen. Müssen wir mal gucken, dass wir die dann hier noch irgendwo sinnvoll hinkriegen und dass wir dann vielleicht hier unten ein Lager oder sowas machen für den Eingang, Wareneingang oder ähnliches schaffen. So, sehr schön. Gut, dann machen wir Gas hier. So, 50.000 haben wir jetzt auf der hohen Kante. Das sollte dann hier die 15 Katapulte, die sollten uns hier dann doch ein bisschen was bringen. Wohl eigentlich preislich. Ja, preislich ist der schon. Geht der schon ganz gut. Jetzt kommen sie mir mit dem Koffer wieder, oder was? Jetzt. Details. 7 Einheiten für 7.700. 24 Stunden. Ja, jetzt habe ich so viele Aufträge hier drin, ne? Was muss man denn dafür alles machen? Das ist gar nicht so viel. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? So. Standardmaterial nehmen. Gerader Schnitt. Die Frage ist, ja. Was steht da schon alles drin, ne? Wir müssen das ja dann hochpriorisieren. Fertigung. Reichen.
los. Top-Priorität, das Projekt. So, jetzt haben die hier wahrscheinlich, haben die denn die Top-Priorität gekriegt? Ihr macht den Sarg erstmal, alles klar. Und ihr macht hier auch Holzbrett für welchen Auftrag? Anscheinend für den Sarg, oder? Warte mal, nee, das hat ein rosa Kennzeichen. Auch ein rosa Kennzeichen. Das ist grün. Verbundene Arbeitsplätze, Aktion, Warteschlange. Kann ich das irgendwie hochpriorisieren? Oder ist hier der Auftrag schon so hart, dass der dann da gemacht wird? Warte mal. Dann gebe ich den Auftrag direkt mal an das Gerät. Und jetzt lassen wir uns Schlangenende. Naja, die machen die fünf Bretter jetzt hier durch und dann kommen die alle, ne? Die Aufträge. Naja, gut, okay. Das müssen wir jetzt durchwarten, aber ich glaube, wir werden es nicht hinkriegen, heute die sieben Teile fertig zu kriegen. Ist zwar Top-Priorität, aber könnte schwierig werden. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Weil die machen hier immer noch die anderen Bretter. Das Problem ist, dass die noch mit der Anlieferung von dem anderen Scheiß für den ganzen Katapult hier zu tun haben. Die konnten noch nicht mal richtig anliefern hier. Die Hälfte der Zeit ist um, die konnten noch nicht mal anliefern. Die Frage ist, ob wir dann vielleicht später, wenn wir denn die Särge fertig haben, die müssen wir nicht auf Lager legen und wenn dann der Auftrag kommt nochmal. Wird doch nicht mal irgendwo ein Sarg fertiggestellt. Keine Ahnung, die schleppen immer das Material durch die Gegend hier. So. Markt leer. Jo, das hat nicht geklappt. Bezahlung erhalten. Null. Na gut, okay. Wir haben Geld ausgegeben für eine Sache, aber wir werden jetzt hier mal ein paar Särge machen. Mal gucken, ob die nochmal anrufen und uns dann den Sarg abkaufen. So ein Scheiß. Naja, wir werden mal gucken, was dabei rumkommt. Die Katapult-Leute, die haben ja auch noch jede Menge zu tun. Ich hoffe, dass das Geld dann hinlangt. Und das hier, ja, da ist der Markt leer. Naja, müssen wir mal gucken. Müssen wir gucken, die Särge, die werden wir dann irgendwo einlagern und dann hoffen, dass wir die nochmal loswerden. Bei dem nächsten Versuch, wenn die Designabteilung anruft. So, in der Zwischenzeit sollten die ja fertig werden. Irgendwo britzelt hier was. Moment. Das müssen wir reparieren. So, ihr habt jetzt hier gar keine Priorität mehr. Ihr wisst doch nicht mal, was ihr machen solltet oder so. So, Markt, fortgeschritten. Aufgaben, gibt es keinen mit dem Sarg. So, der wird gerade gemacht hier, der Auftrag. Ja, na gut, der Preis geht hinten wieder hoch. Also 2,5 kriegen wir pro. 2,5 pro macht 30 plus 7,5, also 37.000 ungefähr, 37.500. Die wir hier durch den Auftrag kriegen. Hier die Pikokchen, die werden ja jetzt irgendwann mal fertig hier hoffentlich. Aber hier ist ja der Streichenauftrag quasi von dem Sarg drin und der hält jetzt hier alles auf. Oder? Ja. Den verschieben wir mal dahin zurück. So, und dann sollte hier der Auftrag prioritätentechnisch jetzt ja auch die Figur wieder fertig machen. Mann. Ja, sowas muss man dann jetzt ja alle erst beachten. Es könnte auch sein, dass hier noch woanders, aber ich sag mal so, der Sarg, den Sarg fertig bauen bis hin zum Streichen, das kann er ja ruhig. Das sollte ja gar kein Problem sein. Hier liegt jetzt schon auch schon der erste, die ersten Teile von so einem Sarg. Und auch die Fertigung davon kann gemacht werden, bevor die Katapulte gefertigt werden. Erzfeind Agents. Okay, wir haben wieder mal Leute, die hier nicht hergehören. Die hier irgendwo rumrennen. Die. Hä? Hm?
die irgendwelche Sachen machen, die sie nicht machen sollen. Er war es nicht. So, müssen wir mal weiter gucken. Ne, die müssen wir jetzt natürlich hier ausfindig machen. Wie siehst du aus hier? Du wusstest es auch nicht. Dann müssen wir die Geschwindigkeit, glaube ich, verlangsamen dafür, damit wir das ein bisschen besser sehen. So, damit wir das vielleicht ein bisschen besser mitkriegen hier. Guck mal, wir rennt hier hinten rum. Die hat eigentlich da hinten nichts zu suchen. So, da ist nämlich gerade gar keine Arbeit. Da haben wir einen schon mal gefunden. Die Frage, ob denn hier auch mehr Leute sind, die denn hier arbeiten. So, der steht auch so sinnlos in einem Bereich rum, wo er nicht hingehört. Also wo gerade keine Arbeit ist. So. Du bist auch einer, wunderbar. Du hast aber immer das Headset auf, ne? Ja. Wer könnte noch so einer sein? Du auch nicht. Ah, hier hinten. Da haben wir sie alle. Wunderbar. 6500 gibt es extra. Das ist schon mal ganz gut. Das kann man auch immer gebrauchen, das Geld. Und wir haben alle Airzeit Agents gefunden. Sehr schön. Gut. Also, Produktion, Coffin läuft wie geschmiert hier fast. Also, hier werden ab und zu mal ein paar Särge fertig gebaut oder ein paar Teile von Särgen. Und die Säge, die steht hier irgendwie still. Das weiß man noch nicht, warum die hier still steht. Keine Ahnung, ob das wahrscheinlich jetzt keine Priorität mehr hat hier. Also, da müssen wir auch gucken, dass wir das hier dann richtig durchkriegen nochmal. Die ganzen Aufträge. Damit die Bretter auch fertig sind, damit hier was gebaut werden kann. Aber das muss ich auch so auf die Klebestation. Na gut, jetzt werden hier auch Bretter wieder gemacht. Sehr gut. Also es siegt auch mal wieder wer. So. Ah ja, das sind die ganzen Klebestationen. Die machen jetzt hier den Sargdeckel. Okay. Gut, was willst du bauen? Du willst einen Sarg bauen. Brauchst dazu 2 Sargdeckel und 8 von diesen Holzbrettern hast du schon. Okay. Dann werden jetzt hier die ersten Särge fertiggestellt. Dann lassen wir die einfach auf Lager liegen. Und wenn sie denn welche haben wollen... oder wenn dann wieder dieser Anruf kommt von wegen, ja, hier, guck mal, ne, dann haben wir schon mal welche da und dann können wir die einfach verkaufen. Die Frage ist, ob man die gleichen nutzen kann dafür, ne? Ob denn der Markt denn da ist oder nicht. So. Ach, Mensch, alles nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt hier, ne? Besonders beim Sarg. Aber braucht man 2 Särge? Nein, eigentlich nicht, ne? Einer reicht ja. Ich weiß auch gar nicht, das ist auch so ein bisschen morbide, aber so ein Sarg an sich, ne? Jetzt wird schon wieder Särge hier bemalen. Warte mal, wir schieben den Auftrag wieder zurück. Ach, mit den Figuren ist er fertig mit Malen. Alles klar, okay, dann kommt der Auftrag wieder her. Ja. Die muss er nur noch wieder zusammensetzen. Er freut sich. Gut, dann ist hier gleich wenigstens das mit den Figuren fertig. Das Geld können wir dann gleich mal kriegen. Ja, das sind ja auch wieder ein paar Tausend, die wir da kriegen. Ach, da haben wir schon welche vom Verkauf. Wir müssen 21. Okay. Habe ich ja schon welche vom verkauft? Kann sein, ne? Irgendwann mal. Naja gut, muss ja wohl. Aber für 10.000 ist das ja schon mal nicht schlecht. So, gut. Das zu dem. Dann gucken wir mal hier bei den mittleren Geschichten nochmal. Da fällt der Preis. Hier steigt der Preis und auch das die Möglichkeit, mal was zu verkaufen. Das ist gar nicht schlecht. Ach so. Ja, hier haben wir jetzt den Markt überschwemmt. Okay, genau, da war ja was. Da haben wir ja gesagt, wir produzieren für den nächsten Tag. Und hier ist Feuer, 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 Feuer. Einfach so ein Feuer entstanden. Sehr interessant. Ist ja wie ein bisschen schwierig. So. Hier ist auch was, wo man dann vielleicht eventuell... Guck mal, da kann man hier mal... die Hälfte der Aufträge auf die andere Maschine geben. Die kann dann auch ein bisschen was drehen. Das sind irgendwie kleine Teile, die wir brauchen für die Räder, ne? Von dem Katapult. Ja, Katapult sieht auch lustig aus jetzt hier, weil er unterschiedliche Holzsorten hat. Naja, so ist es halt manchmal. So, da ist der erste Sarg ist fertig, der liegt hier rum. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die irgendwie sinnvoll verstaut kriegen. Aber wird schief gehen. So, warum sehe ich das jetzt hier, was da gerade anliegt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich eine Taste gedrückt, die mir das anzeigt? Welche Arbeiten anliegen? I don't know. So. Gut, hier müssen wir warten, bis der nächste Markttag kommt, da wir jetzt bei denen alles abgeliefert haben. Okay. Gut. Ist halt so. Fortgeschritten. Särge will keiner haben. Naja, gut. Wollen wir nochmal... Achso, das mit dem Grill. Das ist ein schönen, lukrativen Auftrag. Wie kann ich eigentlich... Kann ich eigentlich den anderen Typen einfach anrufen? Hier, den zum Beispiel. Was muss ich dafür machen? Vervollständige Bronzener Meilenstein-Set. Schalte Metallproduktion in der Forschung und Entwicklung frei. Schalte Plastikproduktion in Forschung und Entwicklung frei.
Bronzene Meilenstein-Set. Was ist denn der Bronzene Meilenstein-Set? Meilenstadt? Bronze? Habe ich doch geschafft. Was fehlt mir denn da noch? Habe ich die Plastikproduktion noch nicht? Ah, die habe ich noch nicht. Brauche ich 2 Punkte für. Ich habe noch 5. Ha! Sehr schön. Gut. Manchmal muss man noch gucken. So, und dann kriegen wir nämlich hier einen Anruf. Und das wird nämlich ein neuer sein. Als Mitglied ran bei Robotnik Incorporated. Registriert Kennziffer A2573. Registrierung auf Rang 0. Erstes Angebot wird bald verschickt. Aufträge sind zu erfüllen, um Rang zu erhöhen, mehr Aufträge zu erhalten. Details. Aha. Was ist los? Was? Das muss ich eher für einer. Brumm, brumm. Okay, hallo. Möchtest du mit coolen Produkten, cooleren Produkten als Möbel oder Alltagsgegenständen arbeiten? Mezzurella kann das, was mit Geschwindigkeit und Fahrzeugen zu tun hat. Und wir denken, dass du das Zeug zum Lieferanten hast. Als Test brauchen wir mehr Motoren für unsere Produkte. Kannst du das? Details. Was ist denn jetzt noch wieder los? Nächster. Jada. Hallo. Ich habe nur Gutes über deine Fabrik gehört und vielleicht kannst du uns helfen. Wir haben einen Test für dich vorbereitet. Hast du Interesse? Details. So, also hier ist erstmal, okay, 7 Einheiten für, okay, 9 Einheiten in 6 Tagen von Mizzarella. Und hier haben wir das. Gut, da ist aber die Frage, was wir da alles für brauchen. Gut, okay. Also wir haben erstmal wieder Aufträge reingekriegt. Das ist schon mal ganz gut. Nachdem wir dann die Plastikherstellung soweit erforscht haben, dann müssen wir wahrscheinlich auch bei der Plastikherstellung noch ein bisschen was bauen, weil da wird es wahrscheinlich neue Maschinen geben. Und zwar gibt es hier nämlich die Schauminjektionsmaschine und dann die Roboter-Teststation. Die brauchen wir auch. Ja, sehr gut. Oh, fein. Gut. Also da haben wir ein bisschen was gekriegt und wir haben hier irgendwas dazu gekriegt. Und zwar haben wir hier den Crazy Steve gekriegt, weil wir Metallkompetenztrophäe, Statistiken für Arbeitsplatz, okay. Statistik für Arbeitsplatz, Yin Yang mal 2. Statistik für Arbeitsplatz. Gib dir Worgen aussehen im geliebten Kunden Crazy Steve an. Na gut. Weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen kann. Aber hier unsere Säge werden auch langsam fertig. Wir beschleunigen mal wieder ein bisschen die Zeit. Und ja, wir haben zwar die ersten Säge fertig hier, aber die werden uns nicht allzu viel bringen. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir da gerade haben. Ja. Särge und Katapulte. Das passt dann nicht auch zusammen so ein bisschen, ne? Das eine ist die Folge vom anderen. Würde ich sagen. Naja. Schwierig. Hm. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich ganz gerne sehen, dass ihr vielleicht ein Like da lasst oder ähnliches. Wir haben hier jetzt immerhin 3 neue Kunden gewonnen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also hier so Fahrräder für 1000. Das ist eigentlich nicht schlecht. Hier 9 Einheiten, das bringt 2000. Ruf bringt es natürlich auch mächtig. Und das ist natürlich wichtig, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Und Mizzarella, finde ich, klingt irgendwie schön, der Name. Als Firma, ich kriege Hunger dabei, wenn ich den Namen höre. Aber egal, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.